Ich habe noch nie so viel Sprengstoff für den Joker geklaut. Weißt du, was er mit dem Zeug will? Will die ganze Stadt in die Luft jagen. Der Typ ist ein Psychopath. Ich habe gehört, dass er mein Krankenhaus angezündet hat, nur weil er Feuer für seine Zigarette gebraucht hat. Joker, du glaubst, Gotham City wird seinen Frieden finden, wenn du die ganze Stadt zerstörst? Du krankes Schwein. Was? Warum lässt du die Menschen in Gotham City nicht einfach in Frieden? Durch immer das Böse. Aber böse sind die Menschen da draußen. Nicht alle Menschen sind böse. Man muss ihnen nur eine Chance geben. Mhm. Wenn wir Chance geben, dann werden sie nicht mehr so böse. Dann werden sie lieb sein. Welche Sendung guckst du denn gerne eigentlich? Immer Rabe Socke. Oh, Rabe Socke ist so gut, ne? Rabe Socke ist immer lustig. Und bitte! Du hast die Gotham City Hall in die Luft gesprengt. Wie hast du das gemacht? Da hat 1, 2, 3 und Wut. Hat einer gezogen und das Holz ist kaputt angegangen. So. Einfach nur so nach vorne und auf dem Boden. Und dann wird so viel Staub. Du bist noch ein viel krankeres Schwein, als ich dachte. Joker. Kommen Sie rein, Alfred. Ein Unbekannter, der sich in seinem Bekennerschreiben Joker nennt, ist für den Sprengstoffanschlag an der Gotham City Hall verantwortlich. Er hat angekündigt, um weitere Anschläge auf Gebäude in Downtown Gotham zu verüben. Hier, Tee, was du willst. Ja, schenken Sie ein. Alfred. Sie haben meinem Vater schon 30 Jahre treue Dienste geleistet. Ich schätze Ihre Loyalität. Willst du jetzt den Tee haben? Den Kaffee? Gerne. Jetzt Milch? Mit Milch. Danke, Alfred. Ein wenig Normalität in diesen Tagen tut mir gut. Der Joker hat die Stadt fest im Griff. Ich brauche Ihren Rat. Was soll ich tun? Alfred. Ich schätze Ihre britische Zurückhaltung, aber einen Schritt zurückgehen. Willst du Pipi? Ja. Alfred, es ist eine Stichwunde. Sind Sie sich sicher, dass Sie die abhören müssen? Alfred. Alfred, schauen Sie. Der Joker will den Wayne Tower in die Luft sprengen. Ich muss los. Sie halten hier die Stellung. Rufen Sie mich, wenn was ist. Warum ist der Joker uns immer einen Schritt voraus, Commissioner Gordon? Was? Wo ist der Joker? Der ist im Gefängnis. Er muss ins Gefängnis. Commissioner Gordon, sagen Sie mir, wo glauben Sie, dass der Joker die Geiseln gefangen hält? Die Geiseln? Du meinst den Bösewicht? Der Bösewicht hat Menschen gefangen. Wie können wir die gefangenen Menschen vom Bösewicht wieder
befreien. Mit der Polizei. Commissioner Gordon, ich will dir nicht zu nahe treten, aber Sie sind die gottverdammte Polizei. Die Polizei ist da. Das heißt, Sie haben bereits ein paar Männer im Wayne Tower? Ja. Wir machen Folgendes. Ich befreie die Geiseln im 90. Stock und Sie evakuieren das gesamte Gebäude. Alles klar? Ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ich hier habe, das ist ein Zünderdrucker, fliegt alles in der Luft. Hups! Denkst du, du kannst mich mit deinem psychopathischen Blick einschüchtern? Wo ist die Geisel? Löse das Rätsel von meinem Freund. Und zum Stein stellen. Zu deinem Stein. Und zum Batman gucken. Danke. Andersrum. Einmal drehen, ist falsch rum. Nee, die Brille drehen. Genau, so. Guck mal zu mir. Riddler. So sieht man dich wieder, Batman. Mir war so klar, dass du da mit drin steckst. Oh, tu, was er dir sagt. Batman, der Riddler ist ein krankes Schwein. Der hat mich stundenlang gefoltert. Der muss der ganzen Welt beweisen, dass er allen geistig überlegen ist. Lass die Geisel frei, Riddler. Du musst ein Rätsel lösen, dann darf ich sie frei. Riddler, ich weiß, du hältst dich für ein Genie, aber selbst du machst manchmal Fehler. Weißt du was? Wenn es hier leuchtet, das heißt, es ist aus. Okay. Riddler, dann sag doch dein Rätsel. Auf meiner Uhr steht 18 Uhr. 18 Uhr? Nachmittag? Es kann 18 Uhr heißen, oder? 6 Uhr. 6? Was? 18 Uhr? Die Hälfte von 8 ist 6. Ich verstehe es nicht. Okay, ich... Riddler, wir brauchen mehr Hinweise. Ich bin ein großer Adler. Ein Adler mit einer Uhr. Was meint er, ist ein großer Adler? Ihr seid selbst eine Uhr. Wir sind selbst eine Uhr, aber... Wir sind eine Uhr. Das heißt, vielleicht. Du bist auf 12 Uhr, ich bin auf 6 Uhr. Vielleicht sind wir eine Uhr aus der Vogelperspektive? Nein! Anton ist falsch. Träg auf den Zünderdrucker. Nein! Commissioner! Commissioner! Commissioner Gordon, kommen Sie zu uns! Es bleibt nur noch wenig Zeit. Befreien Sie uns, Commissioner Gordon. Ja. Oh. Gut. Ah. Und was jetzt? Ihr beiden, ihr könnt jetzt wegrennen. Ich hab ihn in die Richtung gemacht. Ja, ihr könnt jetzt wegrennen. Aber ihr, du bleibst hier. Ryan, du bleibst hier. Ryan, du bleibst hier bleiben und ihr beide rennt jetzt weg. Ryan, du bleibst hier. Hallo, was du denn? Du bist der Gute. Sind wir schon befreit worden? Commissioner Gordon, das war wirklich haarscharf. Wo waren Sie die ganze Zeit?
Sind immer noch da. Wo ist denn hier der Ausgang? Was halten Sie von dem Schnitzel und dem Bier? Gut. Kommen Sie, ich lade Sie ein. Commissioner Gordon hat die Sprengung des Wayne Towers im letzten Moment verhindert. Er hat gezeigt, dass man keine Maske tragen muss, um ein Held zu sein. Der Frieden in Gotham ist wiederhergestellt. Fragt sich nur, wie lange.